So, gute Fahrt nach Brüssel. Dankeschön. Hallo, hey Sie! Sie! Ja, Sie meine ich. Mensch, Meier. Geht's vielleicht ein bisschen schneller? Bitte sofort zum Bahnsteig 8. Bahnsteig 8? Jawohl. Jawohl. Ich hab das alles gerne. Ja, freilich. Ja, was ist denn? Ich studiere gerade, wie mir jetzt das am besten. Also da ist ein ganz großer. Jetzt pass mal gut auf, weil das ist jetzt gar nicht leicht, gell? Das machen wir jetzt Sie, so. Um 9.23 Uhr geht für meinen Zug. 9.23 Uhr? Aha. Was heißt da aha? Sieh, ich muss zur Messe, wenn ich da nicht pünktlich aufkreise, ist mein Standbein steife. Jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. In solchen Fällen muss man besonders Ruhe bewahren. Sie, wir haben keine Zeit fürs Ruhe bewahren. Schauen Sie, dass die Koffer auf den Karren aufbringen und dann nichts mehr los. Nur nicht hudeln. Hudeln gibt tapferte Kinder. Also, als erstes nimmst du den Großen. Den Großen. Bitte schön, erklären Sie jetzt nicht jeden einzelnen Koffer. Schauen Sie, dass das Zeug auf den Karren aufbringen, aber schnell. Oh, ist die schwer. Was haben Sie denn da alles drin? Gehen Sie mal auf Zeiten. Halt! Na, sind Sie narrisch? Was glauben Sie, für was man da einen Experten braucht? So, Kerder. Ich glaube, ich bin. Ich halte es nicht mehr aus. Muss ich an die größten Trottel von diesem Bahnhof hintappen? Und jetzt pass mal genau auf. Jetzt nimmst du den und legst ihn so auf die anderen drauf. Ich werd wahnsinnig. Schauen Sie mal auf die Uhr. In 2 Minuten geht mein Zug. Sind Sie nicht richtig oder was? Ich bin nur gründlich. So, und jetzt tust du den da rein. Schau mal, wie schön der da reinpasst. Ja. Schön. Hast du zugeschaut, wie ich das gemacht habe? So gehört das. Jetzt aber nichts mehr los. In 1 Minute geht mein Zug. So, und jetzt machst das du. Aufhören, hört auf! Oder ich kenne ihn nicht mehr. Der muss das lernen. Aber das ist nicht pressiert. Gerade wenn es pressiert, muss er es lernen. In unserem Beruf pressiert es immer. Wenn es nicht pressiert, ist keine Kunst. Lassen Sie los! Lass den Koffer los! Das ist unser Arbeit! Loslassen! Das ist doch. Das ist noch lauter Vollidioten da! Hallo, heißt es? Hallo! Sicher, das sind doch die größten Vollidioten, die wohl haben. Hallo, hey Sie, nimm mal sofort den Koffer. Ja. Ich muss zum Bahnsteig 8 in einer halben Minute in mein Zug fahren, bevor jetzt schon mal los. Herr Schachzeiten, Sie sind doch lauter Decken dort. Ein Wagen! Wer muss vorwärts? Das ist das Traurigste an unserem Beruf. Die Leute legen keinen Wert mehr auf Qualitätsarbeit.